So, wir haben Tag 3. Ich hatte heute Morgen schon die zweite Portion der Hirsecreme, die ich ja am Montag schon vorbereitet hatte. Und jetzt gleich stehen eigentlich die Quinoa-Bratlinge auf dem Speiseplan. Ich weiß aber noch nicht, ob ich die mache oder ob ich nicht irgendwie was anderes mache. Zum Beispiel die Zucchini-Spaghetti oder so. Ich weiß nicht, ob ich da nicht so ein bisschen was austausche mal. Für heute Nachmittag würde dann diese Tomatocino auf dem Plan stehen. Aber ich habe ja auch noch eigentlich die Linsensuppe jetzt im Kühlschrank. Und die war ja gestern auch total lecker, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich die mache. Ja, gestern, ich muss ehrlich zugeben, war es ein bisschen spät, um dann noch Sport zu machen. Deswegen habe ich meinen sportfreien Tag auf gestern gelegt und werde dann heute hoffentlich meine zwei Einheiten Sport machen. Also einmal die Ausdauereinheit und dann nochmal die Übungen hier zu Hause mit der Men's Health App. Und ja, aber im Moment sitze ich hier noch an meinem Computer und muss ein bisschen was arbeiten. Gleich werde ich dann was kochen und vielleicht sehen wir uns dann heute Abend nochmal. Bis gleich auf jeden Fall. So, wir haben 2:30. Ich mache mir gerade die letzte Portion von dieser roten Linsensuppe warm und trinke dazu hier diesen leckeren Kombucha, den ich ja gekauft hatte im Zuge meiner Vorbereitung. Der ist ja nur mit Fructose gesüßt und ich finde den echt total lecker. Der hat so eine leichte Kohlensäure auch schon gebildet. Wie das ja mit Kombucha passiert, wenn man den in einem geschlossenen Gefäß aufbewahrt. Und der ist echt mega lecker. Also wenn ihr nicht wisst, wie Kombucha schmeckt, dann den mal probieren, weil der hat auch diese herbe, säuerliche Note. Aber der schmeckt mir so, als wäre der mit Früchtetee oder so angesetzt. Ich muss da gleich nochmal auf die Packung gucken. Ja, und ansonsten gibt es jetzt halt hier gleich die zweite Portion von der Gemüsesuppe, von der Linsensuppe. Das ist hier ja der Rest von gestern und da war ja dieses Topping total lecker. Hier diese kleinen Gewürze mit frisch angerösteten Mandeln, Haselnüssen. Haselnüsse waren es. Mega lecker. Auf jeden Fall gibt es das gleich zum Mittagessen und dann vielleicht heute Abend noch die Quinoa-Bratlinge mal gucken oder den Blumenkohl-Curry-Crunch, den zweiten, mal sehen. Aber jetzt erstmal das und danach muss ich weiterarbeiten und naja. Wir sehen uns dann gleich nochmal. Tschüss!